Servus Bremen-Fans, hier ist der Basti B., Bremen-Fan aus Bayern. Und darum zur Begrüßung kein Moin, sondern Servus. Dennoch geht's wie immer um den wunderschönsten Verein auf diesem Planeten, den SV Werder Bremen. Und heute feiern wir um Navigator und bangen um Mitchell Weiser. Let's go. Im Übrigen sind meine Videos nur echt mit dem Kamerawacklern. Die gehören dazu. Let's go. Also, zuerst jubeln wir. Wir haben es tatsächlich geschafft. Navigator ist beim SV Werder Bremen. Unfassbare Story. Bin jetzt nicht der Erste, der ein Video darüber macht. Ich habe vorhin schon ein Video gemacht, gestern Mittag. Es war ungefähr 10 Minuten online. Dann habe ich gemerkt, dass das tatsächlich kein Gerücht mehr ist, sondern fix. Timing war nicht ganz perfekt, aber so ist das nun mal. Was natürlich, also, mal die Fakten, er ist 28 Jahre, er ist dieses Jahr schon 28 im Februar geworden. Er spielt ein zentrales Mittelfeld, hat einen Marktwert von 17 Millionen, hatte seinen Höchststand 2018 bei 65 Millionen Euro. Da muss man sagen, schon allein von den Zahlen her passt er überragend. Und man muss klar sagen, der ist nicht ausgeliehen, sondern der gehört uns. Und er ist auch nicht 32, sondern er ist 28 und er gehört uns. Das ist schon richtig geil und ich muss sagen, das ist ein No-Brainer. Gehalt habe ich zwischen 1,5 bis 3 Millionen schon alles gehört. Wenn es 3 Millionen sind, das werden wir uns hoffentlich schon leisten können. Bei 1,5 wäre das Wahnsinn. In Liverpool hat er angeblich 7 verdient. Das spricht auch für ihn. Er wollte unbedingt anscheinend in die Bundesliga, hatte mit Sicherheit auch ein paar andere Angebote. Union Berlin habe ich gehört. Ich weiß es aber alles nicht. Ich rede nur alles nur nach, was ich höre. Hat sich für uns entschieden. Ja, ich denke, dass wir natürlich eine gewisse offensive Qualität haben. Mal sehen, ob wir die auch noch in die nächste Saison retten können. Und er wird mit Sicherheit hier in Ruhe Fußball spielen können. Er wird hier natürlich die volle Aufmerksamkeit haben, aber trotzdem in einem hoffentlich ruhigen Umfeld. Spricht für ihn, dass er so einen Wechsel macht, finde ich richtig geil. Natürlich muss man die Wahrheit auch sagen, dass so ein Spiel überhaupt zu uns kommt, heißt ja, dass es irgendein Problem geben muss. Also die Verletzten-Historie, er hat dieses Jahr oder diese Saison kaum gespielt, ich glaube 8 oder 9 Einsätze nur. Ich habe mir das mal angeschaut bei Transfermarkt, habe ich mir mal die letzten 5 Jahre Varianten, da hat er einen Vertrag gehabt, den haben sie auslaufen lassen. Ist ja auch ein klares Statement von Liverpool, dass sie ihn nicht brauchen. Der hat, glaube ich, nur im zweiten Jahr abgeliefert von den Zahlen her das erste und das dritte Jahr, glaube ich, war es. Letzten 2 Jahren ging es schon bergab. Irgendein Problem muss er haben. Wir hoffen, dass er es finanziell, nicht finanziell, sondern körperlich hinbekommt. Aber man muss auch eines klar sagen, ich habe es nochmal angeguckt, letztes Jahr war Liverpool im Finale Champions League und da ist er in der 77. Minute eingewechselt worden. Okay, er saß auf der Bank, aber er ist eingewechselt worden und da war Real 1-0 vorne. Die wollten das unbedingt gewinnen, Liverpool. Also man wechselt ja keinen ein im Champions League Finale in der 77. Minute, wenn man sagt, ja, der kann gar nichts. Also da waren noch 4, 5 andere auf der Bank, die hätte ja auch der Klopp ja bringen können. Also, was ich damit sagen will, vor 12 Monaten hatte er schon noch ein gewisses Ansehen in der Mannschaft. Und das spricht eigentlich für ihn. Und daher, Gratulation. Geiles Teil. Ich freue mich sehr. Navigator, seine Lieblingszahl ist übrigens die Nummer 8. Und da kommen wir den super Übergang zu Mitchell Weiser. Der hat ja aktuell bei uns die Nummer 8. Mitchell Weiser, ja, für mich wahrscheinlich sogar der wichtigste Mann. Natürlich die 2 hässlichen Vögel vorne, brutal. Aber jeder, der Bremen verfolgt, weiß, das komplette Offensivspiel geht eigentlich über die rechte Seite, geht eigentlich über Mitchell Weiser. Für mich Top 3 Rechtsverteidiger der ganzen Liga. Dass der Angebot bekommt, ist klar. Wenn es eine Wechselklausel gibt, die ja jetzt anscheinend in den nächsten Tagen abläuft, das weiß ja alles nicht, aber es sind alles die Gerüchte. Dann ist klar, dass es da Angebote gibt. Also so blind können die Scouts gar nicht sein. Natürlich ist er schon 28, 29, aber das, warum nicht? Also für mich kann der nahezu jede Bundesliga-Mannschaft besser machen. Also das sage ich. Leipzig, natürlich Leverkusen hat richtig stark Außenverteidiger, aber da würde es so nicht hingehen. Aber Dortmund, Leipzig, warum nicht? Und warum nicht FC Bayern? Klar, da war er auch schon, da wird er nicht gehen, aber für mich gehört der Mann ins internationale Geschäft, wenn er wechselt. Wenn ich höre, er geht nach Augsburg, der Verein, der vor meiner Haustür ist. Moment, bin gerade ein bisschen blöd. Augsburg ist ungefähr hier. Wenn man hier im dritten Stock wohnen würde und Fenster hat, würde man Augsburg sehen können beim guten Wetter. Was es jetzt ist, wohnt 5 Kilometer von Augsburg entfernt.
Natürlich habe ich da eine gewisse Sympathie, auch wenn man das als Bremer-Fan gar nicht haben darf, nach Augsburg, aber so ist das nun mal. Da bin ich aufgewachsen. Aber bitte nicht nach Augsburg, mal ganz ehrlich. Also, Mitchell, wenn du wechselst, mein Herz wird bluten, aber wechsel bitte wirklich mindestens eine Stufe höher. Also, ich möchte dich in der Bundesliga, möchte ich auf jeden Fall Minimum Frankfurt, Union, whatever, Dortmund. Weiß ich nicht, oder irgendwo Ausland auf jeden Fall die international spielen. Ob es jetzt Europa League ist, Conference League oder Champions League, das musst du selber wissen. Aber wechsel bitte nicht zu einem Verein, der auf der gleichen Stufe oder vielleicht sogar tendenziell eher eine halbe Stufe tiefer steht wie wir. Und mach bitte den Schritt nach vorne, weil den hast du verdient. Aber wechsel ja nicht nach Augsburg. Aber ich glaube, das müsst ihr wissen. Ich verstehe Augsburg vollkommen. Die brauchen Außenverteidiger. Gerade rechts sind sie ganz schlecht aufgestellt. Da würde Mitchell super reinpassen. Aber der würde, wie gesagt, der wäre bei 15 Mannschaften Stammspieler in der Bundesliga als Rechtsverteidiger. Bin mir sicher. Super Typ. Natürlich brauchst du vielleicht die Dreierkette hinter ihm, weil er sehr offensiv ist. Aber Mitchell fußballerisch absolute Champions League. Das war's auch schon. Also, Jubel, Naby Keita, Mitchell bitte nicht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und zur Verabschiedung, weil ich der Basti B. bin, Bremen-Fan aus Bayern, gibt es von mir kein Moin, kein Tschüss, sondern Servus.